Hallo zusammen und herzlich willkommen zum 60. Vlog auf diesem Kanal. Heute aus dem Auto und alleine, wie ihr sehen könnt, denn ich mache was Besonderes. Ich fahre zum BB-Dreh nach Köln. Und ja, ihr habt richtig gehört, nicht Barbara fährt zum BB-Dreh oder ist Gast bei BB. Nein, ich hätte das gedacht. Also, es wird bestimmt mega lustig, mega spannend, weil ich habe echt keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Ich weiß nur, es wird eine Folge geben und die geht um Komplimente. Und dann werde ich mal gucken, was ich so zu erzählen habe. Und ich bin schon mega gespannt, wird sicher super lustig. Ja, es ist erst 7:30 morgens, aber die Strecke nach Köln ist jetzt nicht so die beste. Deshalb fahre ich schon mal los, damit ich nicht zu spät komme. Also würde ich sagen, wir sehen uns am Set. Ich bin mittlerweile angekommen und laufe jetzt zu der Location. Es ist viel kälter, als ich gedacht habe heute irgendwie. Ich weiß auch nicht. Aber ich bin mehr als pünktlich. Das ist schon mal gut. So, gleich bin ich da. Treppe. Hallo. Hi. Hallo. Hallo. Ich bin da, hallo! Du bist der Hendrik! Ich bin der Hendrik, Mann! Wir sehen uns zum tausendsten Mal! Hi Thorsten! Hi! So, ich bin nicht nur überpünktlich, ich bin der Erste. Das hatten wir noch nie. Das, sag ich, ist Disziplin, ha? Wer hätte gedacht, dass ich so gut durchkomme? Sieht doch schon ganz passend aus. Hier wurde gerade meine erste Szene gedreht, ob ihr es glaubt oder nicht, im Badezimmer beim Abschminken. Aber da ich nicht geschminkt bin, konnte ich mich nicht abschminken, deshalb gab es nur so einen Lippenpflegestift für mich. Aber es war trotzdem sehr cool, ich komme mir so professionell vor, ohne es zu sein. Hier, seht ihr da? Licht und gerade waren hier noch zwei fette Kameras. Mega cool auf jeden Fall. Fängt sehr lustig an, macht Spaß. Baby ungeschminkt, Komplimente, Sofa, Hendrik, Take 1. Ich bin mittlerweile zurück. Es war echt mega cool, hat total Spaß gemacht und ging viel schneller als ich dachte. Also war richtig angenehm. Naja, auf jeden Fall war sehr schön. Ich bin wieder zu Hause. Ich bin allerdings auf dem Nachhauseweg in Köln geblitzt worden. Naja, selber schuld würde ich sagen. Ich bin vielleicht ein bisschen zu schnell gefahren. Naja. Auf jeden Fall, ich gehe jetzt einkaufen und mache dann ein bisschen Sport. Und dann habe ich noch eine Menge E-Mails und Rechnungen und Steuerkram, Buchhaltung viel mehr. Und oh, naja. Auf jeden Fall eine Menge zu tun, aber jetzt fahre ich erstmal los, hole Pakete ab und gehe einkaufen. So, das Einkaufen ist jetzt vollbracht. Ich war auch bei der Post und morgen wird mir ja mein Zahn gezogen. Dafür musste ich dann auch noch ein Antibiotikum abholen. Das muss ich heute nehmen bis ein paar Tage nach dem Zahnziehen halt. Das habe ich auch noch gemacht. Jetzt geht's nach Hause. Und wenn ihr euch wundert, warum ich hier die ganze Zeit alleine vlogge, Barbara hat sich mit Laura getroffen und die beiden machen sich so einen coolen Shopping- und BFF-Tag oder was auch immer. Also, ja, die sind gerade in der Stadt und ja, ich nehme an, sie essen gerade was oder so. Ich hoffe, die beiden haben auf jeden Fall einen schönen Tag. Ich möchte es mir heute auch ein bisschen ruhiger angehen lassen. Auf jeden Fall habe ich da noch so ein paar organisatorische Sachen zu tun, habe ich ja gesagt. Und dann werde ich auch schön zum Sport gehen, mir was Leckeres zu essen machen und vielleicht ein bisschen lesen oder irgendwas. Ich wollte mal immer Gitarre spielen wieder. Habe ich seit Jahren nicht mehr gemacht. Vielleicht probiere ich das heute mal aus. Hier, Schatz, die Aufnahme ist für dich. Guck mal. Bei uns auf der Wiese. Da sind jetzt Pferde. Du wolltest doch immer neben Pferden wohnen. Jetzt wohnst du neben Pferden. Nächsten Tag. Ich war gestern ja mit Laura unterwegs und boah, irgendwie die Zeit ist so schnell vergangen. Das ist immer so, wenn wir uns treffen, aber gestern war es nochmal besonders schnell, weil wir uns 2,5 Wochen, glaube ich, nicht gesehen haben und irgendwie so viel passiert in den 2,5 Wochen und wir hatten uns so viel zu erzählen und
Deswegen bin ich irgendwie erst um 11 oder sowas nach Hause gekommen. Und dann haben Hendrik und ich nur noch irgendwie kurz gequatscht und sind schlafen gegangen, meine ich. Aber heute ist ein neuer Tag und es steht ziemlich viel an. Hendrik ist gerade losgefahren zum Zahnarzt, weil dem Armen heute der Weisheitszahn gezogen wird. Das ist natürlich auch nicht so die schönste Sache. Gestern war Laura ja auch noch mal ganz kurz hier bei uns, bevor wir in die Stadt gefahren sind. Und sie hatte erzählt, dass sie auch einen Weisheitszahn hat, der auch gezogen werden muss. Also eigentlich hat sie 3 Stück, aber einer davon soll gezogen werden. Und sie schiebt das halt auch immer so auf, weil sie keine Lust drauf hat und Angst hat und so. Ich habe Gott sei Dank keine Weisheitszähne, aber ich weiß nicht, ich habe von so vielen schon gehört, dass sie halt welche hatten und die gezogen werden mussten. Und das war irgendwie so oft ein Drama. Boah, ich hoffe, er kann danach irgendwie was essen, aber wahrscheinlich nicht. Deswegen machen wir vielleicht heute Suppe. Auf jeden Fall, der wird da ein bisschen mit seinem Handy filmen, also werdet ihr gleich sehen, wie so seine Erfahrungen sind. Auf jeden Fall, ich habe mir vorgenommen, heute ein bisschen hier diese Kartons zu sortieren. Das sind zum Teil Sachen, die ich verschicken werde. Also so 1, 2 Verlosungen sind dabei, die wollte ich noch verpacken. Und es sind PR-Pakete, die einfach diesmal überhand genommen haben. Ich werde es euch gleich zeigen. Also, das ist wirklich viel, was da drin ist. Ich habe von Sigma zum Beispiel gestern dieses Paket hier bekommen. Ich habe nur ganz kurz einmal reingeschaut, aber da ist einfach so wahnsinnig viel drin. Also ernsthaft. Ich, ja, keine Ahnung. Ja, und das geht dann noch so weiter. Dann hatte ich hier von Bella noch was bekommen, von BH Cosmetics. Von Catrice ist ein Riesenpaket angekommen. Das ist das, was ich noch für die Verlosung verpacken möchte. Noch mehr Pinsel. Und von Pixie dieses hübsche Paket. Also ja, es ist gerade ein kleines Chaos. Und das klingt jetzt vielleicht für euch ein bisschen seltsam, aber wenn ich so viel Kram bei mir rumliegen habe, und ihr seht ja, das Zimmer ist jetzt nicht so wahnsinnig groß, dann kriege ich immer wie so... Nicht Panik, aber ich mag es halt nicht so gerne, wenn die Sachen ungeordnet sind, weil ich das Gefühl habe, dann wird sich noch mehr anstauen und die Sachen werden nicht benutzt und das sind schöne Sachen und die sollten benutzt werden und deswegen überlege ich mir immer relativ schnell so, was ich damit mache oder mache Verlosungen oder, das werde ich auf jeden Fall auch machen, ich werde ein Paket so zusammenstellen für einen befreundeten Friseur, der bei dem wir halt letztens waren, weil der wird nämlich demnächst seine Meisterprüfung haben und hat erzählt, dass er da auch jemanden schminken muss und so und er hat keine Schminke und ich habe gesagt, ich schicke ihm sehr gerne was zu. Aber ich denke so 90% oder sowas von dem Ganzen werde ich verlosen, vielleicht 80%, keine Ahnung, ein bisschen was werde ich für mich behalten, ein paar Sachen gebe ich vielleicht an Freundinnen. Es wird jetzt erst einmal einiges an Arbeit bedeuten, das alles zu sortieren. Hallo Leute, auch von mir. Es ist der neue Tag und ich habe eine besonders tolle Aufgabe heute. Ich fahre jetzt zum Zahnarzt und lasse mir mal einen Weisheitszahn ziehen. Ja, da habe ich natürlich überhaupt keine Lust drauf, aber viele von euch haben geschrieben, dass es gar nicht so schlimm ist, also bin ich jetzt mal ganz motiviert und gehe so offen an die Sache ran. Ich hoffe nur, ich kann schnell danach essen. Ich habe irgendwie jetzt schon Hunger. Insofern, ja, mal sehen, wie es wird. So, das war's schon. Ich bin fertig. Der Zahn ist weg. Ging echt easy. Ich fahre jetzt auf jeden Fall wieder nach Hause. Weiß gar nicht, ob ich hier richtig bin. Ich bin wirklich, 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 wirklich ein sehr dankbarer Mensch. Aber verflucht, was soll ich mit so viel Pinseln? Hilfe! Also Leute, falls ihr mal eine Verlosung von mir gewinnt und euch fragt, warum die Kartons so ein bisschen ramschig aussehen, das liegt daran, dass ich irgendwie nicht einsehe, immer wieder neue Kartons zu kaufen und halt so die alten wegzuschmeißen, weil hier so viel Post immer ankommt bei uns und ich finde es einfach schade, wenn das so bis dir nicht weiter verwendet wird. Ich kann das einfach nicht glauben, wie viel das ist. Oh mein Gott. Ich werde jetzt hieraus eine super schöne Verlosung für euch vorbereiten und die wird dann demnächst online kommen.
Und ich veranstalte meine Verlosung immer auf Instagram. Also wenn ihr da mitmachen wollt, dann schaut da sehr gerne vorbei. Der Link wird auch in der Bio sein. Also in der, nicht in der Bio, in der Beschreibung. Ihr wisst schon, unter dem Video halt. Schaut da super gerne vorbei. Ich heiße da Barbara Sophie Unterstrich und ja. Es ist eine Stunde später, ich bin hier immer noch nicht fertig. Aber Hendrik ist gerade gekommen. Tom, Hendrik. Hallo, Chef. Hallo. Habt ihr was mitgebracht? Und? Ekel, ist das dein Zahn? Oh mein Gott, wie ekelhaft. Babe. Aber dein Mantel ist voll schön. Dankeschön. Wie geht's dir? Gut, die Betäubung wirkt noch. Alles ist taub und schmerzlich. Das ging ja mega schnell, hä? Es ja, ist 10 Minuten hat das gedauert. Und? Ja, war easy. Ich habe überhaupt nichts gemerkt. Also, wäre übrigens nichts für Laura, der hat auch so, weil die hat generell so Witzchen gemacht. So, jetzt fangen wir an, dann betäuben wir. Haha, ach nein, andersrum so. Oh Gott, ich hasse so Arztwitze. Aber war völlig in Ordnung. Also, hier ist der Zahn. Das ist ja sowas an ekelhaft. Ich dachte, du hast ein richtiges Geschenk vom Zahnarzt. So, das ja, habe ich auch. Moment. Pillen und... Schmerzpillen. Schmerzpillen und eine weiche Zahnbürste. Ah, darfst du die elektrische jetzt nicht benutzen, ne? Ja, jedenfalls nicht dort. An allen anderen Stellen schon. Hä, warum hat der keine richtigen Wurzeln? Der sieht komisch aus. Ja, doch, doch. Aber die waren nicht so aufgespalten. Oh mein Gott, ich kann nicht glauben, dass du deinen freaking Zahn mitgebracht hast. Ja, das war auch ganz lustig. Ich habe natürlich gefragt, ob ich die mitnehmen kann. Und das war so lustig, weil ich habe nicht gefragt, ob die den einpacken können, sondern ob ich die mitnehmen kann. Und die, ja, ja, klar, ich mache ihn den fertig. Okay. Scheinbar fragen die Leute häufiger danach. Ich denke mal, es wird jetzt noch ein bisschen ätzender, wenn die Betäubung nachlässt. Was würdest du so Leuten sagen, die das jetzt auch machen müssen? Ach, das war absolut easy. Also wie gesagt, 10 Minuten, vollkommen schmerzfrei. Vielleicht tut es jetzt im Nachhinein ein bisschen weh, ne? Ist halt offene Wunde. Ach so, und ich darf heute essen, was geht, sobald die Betäubung raus ist. Aha. Und keinen Sport machen. Aber dafür darf ich morgen schon Sport machen, wie ich will, und essen, wie geht. Ich gucke jetzt in deinen Mund. Es sind jetzt ohne Witz 2 Stunden vergangen und ich bin gerade fertig geworden mit den ganzen Paketen. Also das habe ich für ein Verlosungsfoto schon mal zurechtgelegt und hier die ganzen Sachen. Heißt also, jetzt werde ich das alles mal adressieren und dann zur Post fahren. Achso, und mir ist noch eine Kleinigkeit aufgefallen. Und zwar, ich habe hier diese beiden Puder, die sind dunkel. Ich glaube, das sind die dunkelsten beiden von Huda Beauty aus der gesamten Kollektion halt. Cinnamon Bun und Coffee Cake. Und das Ding ist, ich kenne keine Person in meinem Umkreis, die das halt von der Hautfarbe, der das passen würde. Also, falls das jemand von euch haben möchte, dann schreibt mir einfach, wenn ihr Lust habt, eine Mail an, ich glaube, die Adresse heißt irgendwie barbarasverlosung@gmail.com oder so, aber ich bin mir nicht sicher, deswegen schaut auf jeden Fall in der Infobox vorher vorbei, da werde ich euch alles hinschreiben und ja, wir machen das einfach so wie mit den Kontaktlinsen damals von Hendrik, dass wir das einfach einer Person zuschicken, die sich meldet und genau. So, und ich gehe jetzt die ganzen Sachen adressieren und fahre dann zur Post. So, mittlerweile ist es schon echt spät und wir haben uns gerade unser Abendessen gemacht. Das ist Acai-Bowl und... Ihr hattet doch mal letztens alle in den Kommentaren gefragt oder bei Insta, ich weiß es nicht mehr, was Acai-Bowl ist. Im Prinzip sind das gefrorene, pürierte Beeren und das macht man dann, wenn man will oder nicht, so Acai-Pulver rein. Banane ist noch da drin. Genau, und so ein paar Datteln und Honig. Und obendrauf kommen so gehackte Nüsse, also Mandeln eigentlich, aber bei uns ist das gemischt. Und so Samen und Kokosflocken. Also es ist schon relativ gehaltvoll dafür, dass es eigentlich nur Obst ist. Man kann drauf machen, was man will eigentlich. Kannst auch andere Früchte drauf machen, also es müssen jetzt nicht Mandeln sein. Du kannst alles machen, was du willst. Aber so machen wir das und es schmeckt echt mega gut. Barbara macht die beste Acai-Bowl. Wirklich. Und ja, das ist echt toll. Also das ist ein richtig geiles Dessert. Es schmeckt so gut. Und es ist gut, wenn dir gerade der Zahn gezogen wurde. Es kühlt und du musst es nicht kauen. Hier, und die 14-Tages-Challenge, die wird weiter durchgezogen. Ich bin schon mit über der Hälfte durch. Das ist cool, das ist echt gut. So, wenn man einmal drin ist. Wann ist sie vorbei am Sonntag, oder? Ja.
Wie geht's dir nach dem Zahnziehen eigentlich? Du hast dich überhaupt nicht beschwert so. Ich habe auch nichts, worüber ich mich beschweren müsste. Also, das, klar, es zieht so ein bisschen, aber ich kann nicht sagen, dass das wehtut. Voll gut. Ehrlich? Ja. Ich hatte echt Angst, dass du irgendwie voll Schmerzen haben wirst und wir ein paar Tage später ja nach Paris fahren müssen. Mhm. Und dann dachte ich schon so, Gott, vielleicht solltest du das doch verschieben, auf danach und so. Also, das ausschließlich auf der rechten Seite kauen ist ein bisschen kompliziert, aber es ist alles super. Ich habe mir nicht wehgetan beim Essen. Ich konnte alles essen. Ich habe auf nichts verzichtet. Ich habe mich nur so be... Nichts ist geschwollen, aber auch rein gar nichts. Ja, kein Bluterguss. So seltsam. Ich warte noch auf morgen. Lass uns mal morgen abwarten, bevor wir das zu sehr loben. Aber ich finde es so verrückt. Man hat nur so eure Geschichten gehört. Du hast das jetzt 2 Jahre lang vor dir hergeschoben aus Angst. Und jetzt war das so voll easy peasy. Ja, oder... Ich hatte auch keine Angst. Ich hatte keine Lust darauf. Wie ihr sehen könnt, ich stehe im Schlafzimmer. Und wir gehen jetzt schlafen und sagen euch gute Nacht. Willst du gute Nacht sagen? Gute Nacht. Es ist die Zeit gekommen, in der ich 2 Decken brauche. Ja, das stimmt. Aber die war auch irgendwie schon im Sommer da manchmal. Nicht naja. Diesen Sommer. Nee, der war echt warm. Also dann, bis morgen. Fangen wir morgen weiter eigentlich? Nee, oder? Morgen veröffentlichen. Also dann, bis zum nächsten Mal.